Ja, da oben. Den, da waren wir halt nicht. So, geh mir nicht auf die Nerven, Kleiner. Wirklich? Das kann ich auch. Übrigens erhöht sich auch unsere Mana, wenn wir den Boss besiegen. Also alle unsere States erhöhen sich. Auch die Leben. So. Ups. Jetzt wollte ich. So, was ist das? Eine Torte, die gibt 140. Glaube ich, ja. Sollte schon 140 geben. Werden wir dann schon sehen, wenn wir sie mal benutzen, aber noch sind so unsere Leben dafür. YOLO! Essen! So. Noch mehr Gegner. Ich nehme mal kurz die. Einfach nur, weil der mich hier nervt. Hey, gut, dass die Kuh. Ah, tut mir leid. So. Wow, da ist eine Ratte, nicht die Ratte nicht vergessen. Aber Ratten zu essen ist leicht ekelhaft, oder? Also ich mag keine Ratten. So, und da gibt es zwei Wege. Einmal dahin. Sogar drei. Oh Gott. Ja, wählen wir den hier zuerst. Ich habe so ein unwohles, ein gutes Gefühl. Ja, wusste ich doch. Magisch googeln. Was? Die hat ihn ganz alleine fertig gemacht? Hühnchen! Wow! Also damit hätten wir fast alles durch. Bis auf das hier. Ich weiß nicht mehr, was das... Ich oh Mann, ich weiß nicht mehr, was da war. Ups, 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 zurück, zurück, zurück. Ich habe da eine Ratte gesehen. Erstmal das, zweitens mal, da geht's nicht weiter gut. So. Wohin zur Hölle geht's hier weiter? Nein. Wie wär's, wenn wir mal kurz zurückgehen? Irgendwie habe ich das Gefühl, wohl auch nur irgendwie ein Bullshit. Wir können ja zurückkehren da. Und wo ist die Kühn? Oha. Oh Gott, zu viel Scheiße auf einmal.
Ah! Mein ganzes Essen, Alter. Und die dumme Kuh bleibt auch dann noch stehen. Einfach mitten in der Höhle, wo ich sie nicht sehen kann. Bah. Ich freue mich schon, wenn wir mal jemand Neues bekommen. Also ich weiß, dass da noch ein paar Leute kommen, aber wer genau, kann ich nicht sagen. Also zwei Kisten ohne Bewachung? Ja, ohne Bewachung, irgendwie. Ja, dachte ich mir doch. Probieren wir mal die Eis. So, die nimmst du. Und da ist Mana, Essen, Essen, Essen. Viel, viel zu essen. So. Wir haben noch einen Weg da. Da gehen wir auch gleich hin. Da hoch. Also, solange sie sich gegenseitig bekämpfen, wäre ja zu schön gewesen. Was ist überhaupt ein Wikinger oder was? Aber der gehört doch nicht zu Silvers Leuten, oder? Ah, der. Ich dachte schon. Ah, okay, also wir müssen dann auf jeden Fall hier lang. Da haben wir auch zwei Möglichkeiten. Ich gehe jetzt einfach über die Brücke. So. What the fuck? Was sind das für Hammer? Ich hoffe, wir bekommen auch so einen Hammer. Ich will so einen Hammer. Also, wir haben jetzt wirklich keinen Hammer bekommen. Das ist echt schade. Ich habe mich jetzt echt darauf gefreut, dass wir jetzt noch einen Hammer bekommen. Das wäre epic. Aber wartet mal. Und zwar, wohin führt dann der untere Weg? Ich dachte, der führt hier entlang, aber. Ach so, das ist dann, um hochzukommen. Ups. Okay. Wenigstens lassen sie Essen fallen. Und zwar gutes Essen, Hühnchen. Ich weiß nicht, ob es 180 oder 200 bringt, ich erinnere mich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge. Okay. Übrigens, weil ich ja das Spiel schon mal gespielt habe, hier war ich leider noch nie. Also ich habe schon mal den Boss da besiegt gerade. Das war zwar eine Ewigkeit her, aber hier war ich noch nie.
Was ist das? Ihr wisst, wo wir hier sind, nicht wahr? Am Palast von Glass. Ihr wollt doch nicht hineingehen, oder? Doch, genau das will ich. Aber sind wir dafür gerüstet? Schließlich ist Glass Silvers Tochter. Und sie ist eine sehr mächtige Zauberin, die möglicherweise eine oder mehrere magische Kugeln dazu benutzt, um ihre Macht zu verstärken. Wenn ich muss, gehe ich allein. Nein, wenn wir hineingehen, dann gemeinsam. Aber zuerst sollten wir einen anderen Zugang finden. Diese Tür ist offensichtlich verschlossen, also los. Okay. So, gut. Berichtet mir von euren Taten. Das speichern wir mal ab. Im Grunde habe ich meine Zeit vergeudet, aber naja. Jetzt wissen wir, dass Silver eine Tochter hat, namens Glass, und die hier ihren Palast hat. Schön zu wissen.